Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei SnowRunner mit der lieben Lucy. Das bin ich, hallo, herzlich willkommen. Genau, wir sind auf der Map Main unterwegs und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die allererste Folge der neuen Map, Lucy. Ja, da hast du recht, das ist die allererste Folge, ja. Es ist die allererste Folge. Das heißt, wir haben Don Season 5 komplett abgeschlossen, da sind wir fertig und sind jetzt auf Season 6 gewechselt und zwar die Main Map. Wir haben hier schon ein bisschen erkundigt, wir haben ein paar Türme gemacht, haben die erste Karte aufgedeckt, die erste globale Karte, aber haben ein Riesenproblem auf der Karte und zwar, wir haben einen Hauptauftrag Evens Garage. Das heißt, unsere Werkstatt ist eigentlich komplett zerfallen und nichts funktioniert. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Garage schon entrümpelt und einen Anhängershop gemacht. Mhm. Dafür müssen wir Materialien liefern und jetzt geht es weiter mit dem Bau des... Nicht des Truckshops? Was bauen wir doch, überhaupt? Doch, das ist Truckshop. Truckshop und danach die Tuningwerkstatt. Ich glaube, Tuningwerkstatt und Reparaturwerkstatt machen wir. Tatsächlich. Nee, wir wollten. Die Reparaturwerkstatt geht doch nicht. Ja, wegen recht, Kraftstoff recht. Geht doch nicht. Ein Truckshop, genau. Das wollen wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen einmal, zweimal Betonplatten holen und müssen dann für den anderen Auftrag noch Metallrahmen und so weiter holen und Stahlträger. Das macht Lucy. Mhm. Ich fährt da schon mal hin. Wir fahren schon mal zusammen los. Und dann müssen wir noch ins Lagerhaus zusammen und müssen da auch noch was holen. Nichtsdestotrotz, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr weiter Bock auf SnowRunner habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir würden nämlich jetzt hier auf der Main Map die Hauptauftragsstränge weiter verfolgen. Genau, klingt gut. Ich glaube, das ist ja nicht allzu weit, tatsächlich. So, Lucy, Feuer frei. Wir waren aber kein Wettrennen, oder? Doch. Oh. Ich habe doch vier Gänge. War das auch nicht so schnell? Ich hab's schon gemerkt. Wettrennen, das heißt rechts abbiegen, abkürzen. Ja, genau, ab durch die Pampa. Die hier ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das ist besser als durch den Matsch. Ja. So, ich folge dir. Übrigens, ich fahre heute Azov. Mit Tieflader. 5 Plätze habe ich insgesamt. Und die liebe Lucy fährt Tatra. Genau. Dann hab mir den Manus hingestellt. Mit 2x2 Plätzen hier. Hoffentlich komme ich gut durch. Kein Offroad-Getriebe wieder mal. Ach du, immer mit dem Offroad-Getriebe, ey, ganz ehrlich. Ja. Das ist total überbewertet, dieses Getriebe. Nein, das ist wirklich gut. Ach komm. Dann schaltet er nicht so viel. Das ist nicht gut. Ja, ich war jetzt im Argen. Kann ich einen Punkt wegmachen? Ach man, das ist blöd. So. Ich glaube, mit Mausrad drücken kann man die Punkte wieder wegmachen, aber ja. Nur einen bestimmten Punkt wegmachen. Kommst du klar da hinten? Ja, da war ein Felsen, leider. Ein Findling. Ob ich auf dich warte oder einfach wegfahre? Fahr ruhig. Du hast ein bisschen weiteren Weg. Ja, fahr nur. Ah, das stimmt, ich habe einen weiteren Weg. Ziel ist es ja, trotz weiterem Weg... Zuerst wieder anzukommen, oder? Nein, Spaß. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir die Tatra-Fabrik so schön gebaut haben, muss ich ehrlich sagen. Ja, das finde ich auch. Also das hat mir gute Gefühle gegeben. Das war am Ende so richtig, wo man so sagt, hoch, ja. Ein guter Abschluss, ja. Ein guter Abschluss. Also das hat schon. Also die Donmap hat am Ende, hat sie echt genervt, aber sie hat auch echt Spaß gemacht. Ja, genau. Ein Erfolgserlebnis war's. Auch dieser riesen Tank da und ach, was weiß ich nicht alles. Es hat Spaß gemacht, da kann man nichts sagen. Das sind Geschichten, die kann man auch den Enkeln erzählen später. Werde ich auch. Werde ich auch, das müssen die sich anhören. Wenn ich dann so da sitze in meinem Schaukelstuhl im Garten, sag ich so, Marcel oder Kai-Uwe. Früher, dein Opa, der war mit dem Aschoff. War der im Tiefschnee, war der unterwegs, hat die Tatra-Fabrik wieder aufgebaut. Opa, das wissen wir doch schon, ja, sagt Opa, er dann. Das hast du jetzt schon dreimal erzählt. Ach ja. Und da war noch so eine Frau, die war da auch dabei. Die war so dumm, ey. Die Lucy da hieß die. Ach, das war eine lahme Schnecke, sage ich. Nee, die hat's rausgerissen am Ende. Die hat wirklich so gute Arbeit geleistet. Ich wäre auch so ein richtiger Geschichtenerzähler, wenn ich mal alt bin, weißt du das? Meinst du wirklich? Das weiß ich jetzt schon. Ich habe in meinem Leben so viel Blödsinn erlebt, dass ich echt, ich wäre, wenn ich mal alt bin und Enkel, das ist ja für mich, soll ich was sagen? Erzähl. Das ist für mich auch echt so ein Lebenstraum noch, ne? Ja, den Enkel was erzählen später. Ja, ist wirklich so.
So mit den Enkeln da sitzen und den Enkeln noch irgendwie richtig hart die Tatschen vollhauen. Meinen Sie, die interessieren sich dafür oder die gehen dann lieber ans Handy oder was auch immer? Nein, ich denke schon. Ich will ja ein cooler Opa sein. Ja gut. Das heißt, du bist so ein Opa, der den Enkeln alles erlauben würde, was die Eltern verbieten? Das vielleicht nicht. Ich glaube, eine gewisse Strenge wäre immer da, aber ich glaube, die würden schon... Doch. Also, doch. Ich würde schon versuchen, ein richtig cooler Opa zu sein. Würde ich auch gerne hingehen. Und ich würde immer die Oma aufs Korn nehmen. Weißt du, so ein Opa, der immer die Oma verarscht. Das kann ich mir sogar vorstellen, ja. Ich glaube, die verarscht zurück. Das kann sein, ja. Wild, ey. Wilde Gedanken sind das gerade, muss man echt mal so sagen. Ja. Okay. Du machst dir Gedanken über Sachen, das ist unglaublich. Das ist verrückt, ne? Wieso stecke ich denn im Schlamm fest? Ach, Lucy. Das wird sich nie ändern. Nee, das wird sich wirklich nie ändern. Warte mal, was müssen wir denn holen? Beton? Bist du schon da? Latte. Ich lade mal auf, ja? Oh, nee! Ich kann ja, wenn ich zurückkomme, dir aus dem Schlamm noch helfen. Bis dahin bin ich draußen. Du hast ja gesagt, du hast ja auch... Du hast ja gesagt, du hast ja auch einen Asoft gekauft. Ja, genau. Warum müsst ihr den nicht? Der hat ein seismisches Vibro-Messgerät irgendwie hinten drauf und ich kann es nicht ändern, weil unsere Werkstatt noch nicht aufgebaut ist. Was macht man damit? Hast du das nicht gemacht in Time hier? Da muss man so Punkte anfahren auf der Karte. Ach, doch. Alles klar. Alles klar. Ja, da fährst du so Punkte an, dann musst du dieses Gerät einsetzen. Genau, ja, das habe ich gestern gemacht und habe vergessen, es abzubauen hinterher. Ja gut, ja klar, du denkst ja auch nicht dran. Schade, wir können auch noch nicht in den Drugshop, gucken und wir können halt leider auch noch nicht individualisieren. Das ist das genau, das ist das Problem, deswegen machen wir das alles jetzt. Und wenn wir die Aufträge abgeschlossen haben, dann geht das eben. Deswegen sind wir jetzt hinterher, das zu machen, schnell. Es ist auf der Main-App echt auch nochmal so eine ganz andere Herausforderung, weil du hast halt tatsächlich, eine komplett kaputte Werkstatt, die du erstmal in Stand setzen musst. Und das ist schon eine witzige Sache, finde ich. Also ja. eine coole Idee auf jeden Fall. Finde ich auch, ja. Muss man sich ranhalten, dass man das zuerst macht und das nehmen, was man hat. Man muss es zuerst machen, weil ansonsten hast du echt ein Problem. Genau. Weil irgendwann, glaube ich, war mir gar nicht sicher, wurden die LKWs überhaupt getankt? Am Anfang nicht, ne? Nee, am Anfang nicht, genau. Jetzt mittlerweile glaube ich schon. Ja, das heißt, du musst wirklich am Anfang, sonst hast du irgendwann alles leere LKWs da stehen. Gut, du müsstest halt die Map wechseln und dann könntest du die wieder voll machen und zurück. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Eben. So, schau mal, wo Lisa ist. Ne? Lisa, wo bist du denn? Michael, ich habe aufgeladen und ich mache mich auf den Rückweg. Hector Pascal, bitte, wenn dann. Achso, Pascal. Hector Pascal. Hector Pascal, okay. Ja, also noch besser. Ja, ich bin auf dem Rückweg, aber ja. Ach ja, du weißt da hast du schon einen witzigen Aufnahmepartner angelacht, das muss man ganz klar sagen. Ne? Da findest du? Mal selber den Eigenlob stinkt so derartig. Aber es macht so Spaß. Ja, ich weiß. Das steht dir auch. Danke, danke. Das nehme ich jetzt einfach mal nicht als Kompliment. Nee, genau. Purer Spott. Purer Spott. Bin ich denn? Ach, ich habe Lucy schon überholt. Ja, Gott. Ja, aber ich bin direkt hinter dir. Was denn jetzt? Ah, da kommt sie. Was holst du da gleich nochmal ab? Ich habe Stahl jetzt drauf, 2 Stück. Ah, sehr schön. Guck mal, ich habe schöne Betonplatten. Super. Und jetzt, fahr mal. Ich fahr mal. Sehr gut. Dann kann ich mich wieder ranhängen jetzt. Also der Asoft ist, den ich habe hier, Lucy, ich sag dir, wie es ist. Oh, da war eine Laterne. Oh Gott. Habe ich jetzt so gar nicht einberechnet. Ich weiß nicht, wie es ist, aber der ist schon eigentlich ruhig dran, wenn du willst. Dann hole ich mir den auch. Ich habe 500.000 gerade auf dem Konto. Was? Ja, ich habe ein paar Schrotttrucks verkauft. Was denn für Schrotttrucks? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie so ein White Western Star und sowas nie benutzt. Western Star? Der ist doch cool. Da muss ich ja ehrlich sagen, da bin ich ja Jäger und Sammler, was das betrifft.
Echt? Verkaufst du nichts? Gar nichts. Ich glaube, ich habe einen verkauft. Und das ist dieser... und zwar diesen, weißt du noch, dieser so hochbeinige? Ja, der Bandit, MK, irgendwas. Der Bandit, den habe ich verkauft. Der hat dich so genervt, geärgert. Der hat mich so geärgert, da habe ich gesagt, ne, der kommt weg. Ja, den habe ich auch eben weggehauen. Also wenn man es nicht benutzt, finde ich, kann es auch weg. Dann ist es auch übersichtlicher. Das, du weißt doch gar nicht, ob du das für später mal brauchst. Da kaufe ich mir halt später nochmal, aber es gibt auch viel bessere. Kannst du nur so über die LKWs sprechen? Ja. Ja, ich bin da ein bisschen herzlos. Minimalist vielleicht. Gut. Wir ja, der Asoff hier, kann ich dir wärmstens empfehlen, liegt irgendwo bei 100 und K. Also der ist gar nicht so teuer. Okay. Und ist ein wirkliches Geländemonster. Aber du wolltest auch nicht links vorbei, oder? An der Laterne? Nee, ich fahr dir hinterher. Ich kann mich jetzt zur Not einhängen. Vielleicht merkst du es nicht. Wird mir angezeigt. So, na komm. Dann nehme ich dich mit. Danke. Ja, den gucke ich mir auch noch an dann. Was sagst du? Den gucke ich mir dann auch noch an. Ich bin jetzt offen für neue LKWs. Es gibt ja noch den 5-Achser, der so vorne so überhängt. Ja, genau, den habe ich mir geholt, weil der hinten so viel drauf machen kann. Also der ist so flexibel, was hinten drauf kommt. Den hast du dir geholt? Ja, ja, ich komme eigentlich auch ganz gut mit dem klar. Der ist halt vorne, wie du gesagt hast, der hängt halt so weit über vorne. Ich glaube, der ist teilweise in manchen Sachen sehr schwierig zu fahren. Ich habe bisher nicht so viele Probleme gehabt, das ging eigentlich. Aber ja, er gefällt mir halt gut wegen der 5 Achsen. Wie viel hast du denn? Ist sexy, ne, von der Optik. Ja, ja, das ist schon, das hat was. Ja. So, dann müssen wir mal gucken. Da müssen wir noch 4... Es waren noch 4 irgendwas anderes. 4 gewesen. Metallrollen sind das, ja. Ah, 4 Metallrollen. Da müssen wir nochmal richtig weit. Naja, richtig weit nicht, aber. Ja. Wir müssen gucken, ob wir durchkommen, ne? Fehlt eine Brücke oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Da könntest du sogar solo fahren, wenn du willst. Ja, solo was? Oder. Wir was sagen, wir ziehen es auf einen und einer macht den Support, aber. Ja, ja, das kann man schon machen, ja. 4 Rollen sind 4 Plätze dann, oder? Tatsächlich nur einen Platz haben. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gleich Zugriff auf den Truckshop, aber noch nicht. Wir können noch nicht individualisieren. Ja, schade. So, bleib mal ab, wa? Jojo, mach. Also, ich halte noch mal ganz kurz nur mal fürs Protokoll. Kann man ja rausschneiden, wenn du willst, ne? Dass du einen weiteren Weg hattest und zuerst da bist, das war mir so klar. Das hast du gesagt, das wollte ich gar nicht sagen. Natürlich. Aber danke für das Lob. Wenn du mir immer diese Trucks rausstellst, die einfach nichts können. Wow! Den überaus talentierten und allzeit beliebten Patra einfach mal komplett niedergemacht. Ja, der stinkt halt einfach ab gegen deinen Azov da. Azov? Der stinkt alles ab. Der ist tatsächlich der Azov. Da wird er gebaut. Sehr jetzt schön. Wird gebaut. Das ist der Truckshop. Yeah. Yes. Jawohl. Sehr gut. 14.000 aufs Konto. Das nimmt man gerne an. So, dann aktiviere ich mal die Mission, die du gerade fährst. Genau, 2 Stahlträger, Lucy. Ja, naja, dann würde ich einfach den Tieflader mal dran lassen. Ja, dann fährst du und ich komme mit irgendwas hinterher, mit einem Kran vielleicht, für den Fall der Fälle. Kann er einfach mit dem hier hinterherkommen, oder? Kran oder irgendwas Leistungsstarkes, was auch ein bisschen Sprit dabei hat. Der hier hat Reservesprit dabei, aber es hat nicht viel. Oder hast du gerade irgendwas in der Werkstatt, was wir dafür nehmen können? Können leider nicht individualisieren. Das ist nicht... Oh, ich hätte den International mit Tank. Ah ja, der hat also einen Wartungsaufbau, meinst du? Nee, Tank. Ein Tank, aber... Ja, ich brauche keine Wartung, mein LKW geht nicht kaputt. Tja, ich glaube, ich hätte gerne einen Kran dabei, nur für den Fall der Fälle. So rollen, so, die rollen doch bestimmt gerne, oder? Tatra, ja. Kann ich jetzt noch mal irgendwo voll tanken? Bist du nicht voll getankt? Also hat die Werkstatt nicht. Also wir können uns ja doch einen Anhänger, einen Tankanhänger eben rauslassen. Und da ist der. Hier steht auch einer. Aber warte mal, dann tanke ich da mal ganz kurz bei dem. Tanken wir gleich. Hier direkt neben mir, wenn ich. Ah. Du musst dort abladen. Ich hab schon abgeladen. Okay. Ich bring nur den Anhänger gerade hier weg, den brauchen wir nicht mehr. Das stimmt. Wir hätten tatsächlich auch so einen rumstehen gehabt hier direkt an der Werkstatt, ne? Ah ja, egal.
Mama hat ja Geld, wie Heu. Ich wollte gerade sagen, wo Geld keine Rolle spielt, das ist der Wahnsinn. Ja. So, ich bin voll. Wieder mal, gut. Ich, gut, die andere Seite ist halt, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn du jetzt mit dem fährst, ob du diesen Tankanhänger hinterher schleppst, aber auch nicht, oder? Das ist auch, das ist ja mehr behindert, also das behindert ja mehr, wie es was bringt, oder? Oder ich nehme einfach mit, solange bis er mich zu Tode nervt, dann werfe ich in den Fluss oder sowas. Ich gucke auch. Wow! Mein Tankanhänger wirfst du keinen in den Fluss, junge Dame. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, der schwimmt oben, der treibt ihn irgendwo ab, dann kann man ihn wieder einsammeln. Das kannst du schön mit deinen Tankanhängern machen. Stand der nicht schon immer da, der Tankanhänger? Ich glaube, der gehört dir gar nicht. Der war schon einfach da. Das gehört dir zum Inventar tatsächlich. Okay. Ja, komm, wir müssen überlegen, wo wir langfahren wollen, da hoch, zum Lagerhaus. Ja, ich mach mal einen Weg. Wir fahren jetzt hier vor und dann biegen wir links ab. Wobei, wir müssen ja gar nicht ganz nach oben. Na, ganz oben. Wir können ja auch einfach geradeaus. Wie geradeaus? Da im Osten ist ja auch noch ein Lagerhaus, wo man Rollen holen kann. Ach ja. Ja, und ich glaube, durch den Fluss sind wir bisher eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Der ist seicht und so. Da führt eine Art Weg hin. Dann fahren wir quasi den Weg zurück, fahren an die Kreuzung, wo du gerade warst. Genau, und dann durchs Wasser. Und dann setzen wir da über. Falls es gut geht. Aber eine ganz einfache Geschichte wäre das. Total easy, ja. Ja, du bist aufgetankt, das ist auch nicht so weit. Ich glaube, der braucht keinen Tank. Wenn wir nicht gravierend irgendwo stecken bleiben, dann wird es wahrscheinlich relativ einfach, ja. Und ohne Tank funktionieren. Gut, also wird es eine 25-Minuten-Mission. Oder vielleicht sogar 15 Minuten. Da muss ich ja enge Ziele stecken hier. 15 Minuten würde ich ausschließen. 25 Minuten sehe ich als realistisch. Mal gucken. Außer ich muss dich natürlich wieder hier irgendwo noch befreien. Ja, das kann schon sein. Also der absolute Hammer für mich, wirklich. Ich glaube, das war die schlimmste Aufnahme für dich. Ja. Die letzte Mission bei der Tasmafabrik. Ja, mit den Fässern oder was da war, abholen. Ja. Das war schlimm. Ich habe wirklich den ganzen Abend geheult. Konnte gar nicht mehr schlafen. Also da glaube ich tatsächlich auch, da hast du gelitten. Aber ich habe gelernt fürs Leben. Ich habe gelernt, erst die einfachen Sachen machen, damit man hinterher lästern kann über den anderen. Und nicht mit den schweren Sachen anfangen. Ich muss ja... Wow. Aber ich habe ja trotzdem noch die anderen Sachen alle geholt, ey. Ja. Boah, das war echt so ein richtig erfolgreicher Tag für mich. Ich weiß. Aber glaub mir, ich habe auch bedeutend weniger erfolgreiche Tage hier gehabt. Ja, okay, das tröstet ein kleines bisschen. Ich glaub dir mal. Da kommt sie, Lucy. Langsam, aber sicher. So, jetzt bin ich raus. Mein Gott. Bist du raus? Ja. Bieg mal links ab. Gleich wieder auf Asphalt. Dann komm mit mir ins kühle Nass. Super. Inselhopping machen wir jetzt. Neues Hobby von mir. Oh, ich habe nicht die besten Erfahrungen im See mit Inseln gemacht in letzter Zeit. In Don. Inselhopping, total cool. Kommen wir hopsen von Insel zu Insel. Ja, dann zeig mal. Du hast dummerweise eben auch Ketten drauf. Ist nicht. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist so richtig. Ich glaube, es ist nicht die optimalste Wahl. Nee, ist nicht optimal. So, du bist gut durchgekommen. Okay. So, hab dich. Dankeschön. Ach, das geht doch. Super. Kommst du gut durch? Dann kann es auch sein, dass du nur mit dem Tieflader halt hier schlecht durchkommst. Ja gut, ich hänge ja an dir dran, von daher, das geht schon. Doch, das geht. Geht? Ja, super. Wir müssen nur gucken, warte mal, wie geht denn der Weg überhaupt? Jetzt müssen wir doch links, oder? Ja. Ach, hier links ja, hoch. Ja, genau. Markieren wir das mal nochmal ganz schnell. Okay. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier rüberkommen. Auch so problemlos. Ja klar. Aber wichtig ist, dass wir tatsächlich in der Fahrspur bleiben. Also so, weißt du? Meinst, ja, auf der Straße, auf der sogenannten Straße, weil ich glaube, links und rechts davon geht es auch gleich richtig rein. Ja, das glaube ich auch. Und hier sieht's gut aus.
Jawohl. Feind. Ach, und vergiss, was ich gesagt habe. Schlamm ohne Ende. Theoretisch ist ja aufsteigend schwieriger, oder? Von der Seasons her. Theoretisch, weiß ich nicht. Also es haben bis jetzt auch viele gesagt, und habe ich auch immer wieder gelesen, dass die Main eine sehr blöde Map wäre. Ja, das habe ich auch gehört. Aber das kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Bisher geht's. Ja, also die Aufträge, was wir bis jetzt gemacht haben, und wir haben einen Hauptstrang fast fertig, muss ich ehrlich zugeben, bin ich da jetzt. Aber es kann natürlich sein, dass die andere Karte volle Überraschung ist, ne? Ja. Die haben wir ja noch nicht gefahren. So. Das wird dann ein böses Erwachen. Wie geht's zum Lagerhaus, Lucy? Lucy? Klappt's? Oh. Hier fehlt der Brücke. Was? Sieht man auch auf der Karte übrigens. Da fahren wir einfach links davon. Aber die kann man gar nicht bauen, wir müssen links vorbei. Ich glaube, wir müssen links vorbei, oder? Ja. Geht gar nicht anders. Oh, wild. Ja, hoffen wir, dass es nicht so tief ist. Ich habe meinen Storch oben auf dem Dach. Also ich kann komplett einhauen. Okay. Ich bin nur noch in der Schlamm und Steine, das ist ja wild. Ja, da fehlt einfach die Brücke, oder? Mein das Gott. Ist, Nochmal die andere Herausforderung zum kurz vorm Laden. Dann bleibe ich hier mal stehen und helfe dir dabei, dich rauszuziehen oder durchzuziehen, weil ich brauche jetzt nicht mitkommen. Du kannst eigentlich rückwärts schon mal runter zu den Dings fahren, ja. Wenn du willst, dann. Weil ich bin jetzt hier am Ladepunkt. Ja. Und dann kannst du mich da durchziehen gleich. Genau, das wäre mein Plan gewesen. Wäre gar nicht so schlecht. Aber hier steht ein ganz großer Tank auf Liga tatsächlich. Au! Oh, dann weiß ich schon, dass wir damit Spaß haben werden irgendwann. Ein Sattel, ja. Ich glaube, den müssen wir tatsächlich auch irgendwo hinfahren. Komm mal wieder runter. Bin doch. Dann müsstest du da rankommen, oder? Warte. Ja, ja. So, ich hänge. Kannst Gas geben. Du hängst? Bei mir sieht das nicht so aus. Warte, dann hänge ich nicht. Jetzt hängt er. Hängst jetzt kurz zum Hängen, aber heute geht's. Aber Lucy, gibt's so einen Spruch. Willst du den wissen? Ich verziehe gerade schon die Miene, ja, hau raus. Der kleine Pinsel streicht die Ecken. So, und jetzt geht's hier in den Berg. Okay, ja, das. In den Berg. Ich will ja nicht fragen, ob du da aus Erfahrung. Na komm, lass mal. Da würde ich mich jetzt auch nicht weiter Fenster lehnen wollen. Wirklich besser. Gut, also. Ich muss mal ein Stückchen zurücksetzen. Mach das. Warte hier. So. Das ist ein Monster, ey, ganz ehrlich. Der Assoff. Ja. Sowas. Sowas. Der macht einen guten Eindruck, das Kollege. Bleib auf die Straße und zieh. Ich setz dich aber zurück. Ich zieh das durch hier. Ich sehe es schon. Wieso hängst du eigentlich dran? Am Ende kannst du mich wieder ziehen. Links oben war ein Auftrag. Großer Verlust gewesen. Ach nee, warte mal, den haben wir schon angehängt. Großer Verlust. Dann müssen wir diese Zellulose-Dinger da aufsammeln. Ja, okay. Kranarbeit, ja. Wir gehören mit Sachen aufsammeln, sollst du ein Profi sein. Ich kann das mittlerweile sehr gut. So rumfahren und so Dinge aufsammeln. Ja. Ja. Ich habe gescoutet, ja. Ich habe geguckt, wo das Wasser besonders tief ist. Und da habe ich die Stelle habe ich markiert mit einem LKW. Das Witzigste war eigentlich, wo ich dann den Dach auch noch wieder umgedreht habe. Nee, das war voll traurig. Jetzt hör mal auf, darüber zu reden die ganze Zeit, ey. Da habe ich mich auch richtig schlecht gefühlt dabei. Da habe ich so echt gedacht, oh nee. Die letzte Fracht, du hast jetzt alle geholt und jetzt drehst du auch noch diesen Tatra wieder um, den du versenkt hast. Und jetzt greift das mir noch in die Nase. Das
ist alles ein perfider Plan von dir. Merkst du, das Konstrukt baut sich langsam auf. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich bin mir sicher, Lucy, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, hast du einen Ass auf. Oh ja. Dann geht's hier ganz, ganz hart voran. Getuned bis unter die Zähne. Und wir können jetzt auch individualisieren in der Werkstatt. Ja, genau. Sobald wir angekommen sind. Naja, gut, Spritz, ich weiß auch nicht. Nee, es geht eigentlich. 120 Liter sind raus. Ja, ja, das reicht. Ich habe ja auch noch ein bisschen was Reserve oben auf dem Dach. Da hast du ja dran gedacht, Mann. Ja. Was? Wow. Das klappt bei dir, oder? Ich glaube schon, ja. Das ist, was der jetzt kriegt, ist Schlammreifen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut hier. Also mit Eis haben wir hier nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich würde das Getriebe auch einbauen, aber es geht halt leider nicht, weil ich es nicht habe. Ja, klar. Ja, aber die Schlammreifen wären, glaube ich, schon gut. Was, glaubst du, es gibt noch einen LKW? Also hast du noch einen Favoriten, einen LKW, der jetzt hier, wo du sagst, den hättest du gern? Ich würde mir den Forster holen, den Tatra, den du da hast, den Tatra Force. Den habe ich auch noch nicht. Den hochbeinig? Ich weiß es nicht, den wir in Don gefunden haben. Ja. Den hast du ja gerne genutzt wegen Schwerlast und sowas, glaube ich. Den habe ich gar nicht benutzt. Den haben wir, glaube ich, mehrmals, also immer wieder benutzt. Bist du sicher? Weiß gar der, nicht. Mit der Tarnmarkierung. Ja, alles klar, alles klar. Ach, Moment, ist das gar nicht der, den du gerade fährst? Nee. Ach Lord, den wollte ich dir eigentlich geben. Ach so. Stimmt, aber weil der den großen Kran drauf hat. Hä, wobei, nee, Moment mal, jetzt bin ich selber verwirrt. Dass ich dachte, das wäre dieser 8x1. Ich muss ja ganz kurz gucken, was du mir hier gegeben hast. Nee, es gibt zwei 8x8. Das ist richtig, da hast du recht. Nee, du hast recht, das ist der. Oh mein Gott, doch, das ist der. Ach nee, doch, das ist der mit der Tanne. Das ist der, genau. Ja. Ich dachte, das wäre ein ganz anderer. Ach Gott. Okay. Also den hättest du noch ganz gern. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Nee, ich mag das mit dem Kran und so. Der ist schon gut. Ja, diesen schweren Kran. Das ja, ist gut, ne? Genau. Tuning Werkstatt, willkommen. Ja, sehr gut. Ey, da haben wir zwei Missionen gemacht. Man muss aber fairerweise sagen, wir haben bei beiden Missionen, oder was, bei beiden Missionen? Ne, bei einer Mission haben wir schon eine Sache geliefert gehabt. Ja, da waren ein bisschen vorgearbeitet schon. Aber da hatten wir diese Frachtcontainer nämlich durch Zufall mal mitgenommen, weil wir bei einer anderen Mission an Ort und Stelle waren und haben gesehen, wir brauchen die und haben wir die halt einfach mitgenommen. Da haben wir wohl mal mitgedacht. Da haben wir tatsächlich mitgedacht. Aber guck mal da oben, unser Truckshop, wie er leuchtet. Ja. Da oben, das finde ich klasse. So im Nichts, einfach so im Sumpf leuchtet das Ding da rum, sehr gut. Du, ich finde so eine interaktive Karte, die sich auch mitverändert, auch geil, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, ja, das ist sehr gut. Das soll auch einer der großen Vorteile zu Mudrunner sein. Also ich habe das nicht gespielt, aber da habe ich so mitbekommen, dass es da sowas nicht gegeben hat. Nein, hast du Holz von A nach B gefahren, mehr war da nicht. Ja. Ich glaube Mudrunner, boah, jetzt muss ich lügen. Aber Mudrunner war, glaube ich, nur Holz. Nee, was? Echt? Ich glaube ja. Ich glaube, da gab es nichts anderes. Ja, manchmal waren halt auch so die Anfangszüge, ne? Ja, gut, klar. Da haben sie wahrscheinlich geschaut, ob das den Leuten gefällt und dann haben sie dann beim nächsten Spiel das alles besser gemacht, implementiert und so. Also ich finde, wir haben bei SnowRunner hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Du hast ja auch Spin Tires gespielt, oder? War das dann noch einfacher als SmartRunner? Spin Tires war das erste. Ja, das bin ich jetzt. Da hast du noch Holz nach hin und her. Ach so, okay. Bei Mudrunner? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja schon der dritte Teil, stimmt? Ja. So, die Rollen sind alle drauf, ja? Alle drauf. Nichts verloren? Gut. Glaube ich nicht. So, dann lock ich hier mal ein. Lock ein, ja, hau raus. Tuning-Werkstatt. Super, geil. Hard Custom, sehr gut. Hard Custom, das Ding. Ja. Coole Sache, ey. Sehr gut. Lucy, ein High Five schicke ich rüber, das haben wir echt gut gemacht. Ja, haben wir gut gemacht, super. War wirklich gut. Guck mal, wir haben tatsächlich Evans Garage nur noch die Reparaturwerkstatt und dann ist das abgeschlossen.
Das ist eine coole Ja, Sache. Ersatzteile, schlecht. Kraftstoff und Ziegel. Ja, das machen wir Ja. das nächste Mal. Das ist, ich glaube, das kriegt man hin. Die wird ein Ja. bisschen, ich glaube, die geht ein bisschen länger, die Mission, weil wir eben auf die andere Karte müssen. Aber vielleicht werden wir da auch schon mal vorher ein bisschen scouten. Ja, genau. Ja. Das Gut. klingt gut. Meine Lieben, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Lucy vorbei. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein Abo da, Glocke auf aktiv, dann verpasst ihr keine Videos. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss, macht's gut. Ciao.